Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zum Rettungswagen-Simulator 2014 der Demo. Ich habe mir natürlich jetzt auch schon das passende Kostüm angezogen, meine Freunde, weil es geht hier um Menschenleben. Ich kann euch auch mal ganz kurz zeigen, wie die Originalaufnahme bei OBS aussieht. Ja, es ist echt weird. Ich glaube, das Spiel ist in 480p. Ich habe keine Ahnung. Wir nennen uns Name Dr. Todesdrang. Und ich würde sagen, Leute, wir starten direkt mal in die Kampagne hinein. Ich habe gar keine Ahnung, was hier los ist, beziehungsweise was ich hier machen muss. Kampagne, der Einsatz wartet schon auf Sie. Ja, dann fangen wir mal an, Leute. Ich habe echt überhaupt keine Ahnung, was mich da jetzt erwartet. Ich dachte einfach, es wäre an der Zeit, mal statt Fortnite nochmal ein anderes Game zu bringen. Ja, wir können jetzt hier scheinbar unsere Autos auswählen. Wir haben hier einmal den RWTH 1, den NEF, den RWTH 2 und den KTW. Ich würde sagen, wir nehmen den kranken Transportwagen, das ist der KTW, oder den RTW 2 nehmen wir. Ja, wie kann ich denn jetzt anfangen? Zurück, ein neuer Notfall. Ah, okay, da muss ich drauf drücken. Auf geht's, Leute. Ein neuer Notfall, es müssen Menschen gerettet werden. Dr. Todesdrang ist bereit. Achtung, Telefon klingelt. Hallo? Oh mein Gott, menschliches Organ. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott. Okay, okay, okay. Okay, wir müssen ein Organ ausliefern, Leute. Mit der M-Taste starten Sie den Motor. Alter, okay. Und die Grafik ist natürlich wieder der Shit hier. Was passiert, wenn ich jetzt einen platt fahre? Gar nichts. Achso. Ja, okay. Match spannend. Steuerung ändern. Sirene. Licht L. Blaulicht B. Okay, das brauchen wir. Achtung! Oh, Alter! Oh! Junge, 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 das Auto ist einfach nicht zu kontrollieren, okay? Ja, wie mache ich denn hier Blaulicht an, Alter? Sirene. Sirene, oh. Aha, da haben wir es doch. Sehr schön. Beiseite, ich bin Krankenwagen. Beiseite. Ja, wenn er nicht beiseite, wenn er nicht beiseite fährt. Also wirklich. Wir starten den Motor mit M. Blaulicht an. Sirene, Blaulicht. Auf geht's. Beiseite, ich bin... Ja, wenn der nicht... Was sind denn das hier für Verkehrsteilnehmer, Alter? Ich hab Blaulicht und Sirene an. Weg! Wenn wir, wenn wir einfach am Bürgersteig fahren, sind wir, glaube ich, sicher, oder? Ach Gott. Ach Gott, Leute. Ach Gott. Status. Über Funk einsatzbereit. Ich bin über Funk einsatzbereit. Status, genau. So. Am Standort einsatzbereit. Dann machen wir jetzt mal. Komm, fahren wir mal los. Achtung. Hier kommt Hilfe. Hier kommt Hilfe. Was ist... Ich habe ihn nicht mal berührt, Alter. Ich habe ihn nicht mal berührt. Och, Mann. Okay, wir fahren jetzt ein bisschen vorsichtiger, Leute. 700 Meter sind so bis zum Einsatzort. Und ich habe schon zweimal geschafft. Oh. Ja, was denn? Das Auto lässt sich ja auch so kacke fahren. Och, Mann. Okay, wir fahren jetzt ganz langsam, Leute. Was habe ich... Nee, komm. Das will ich jetzt nicht nochmal sehen. So, jetzt müssen wir jetzt merken, Leute. Das Auto hat mehr Power, als wir denken, ne? Komm, beiseite mit dir. Gottes Willen. Ich muss denjenigen schnellstmöglich verarzten. Es gibt einen Organtransport zu erledigen, Leute. So weit waren wir bis jetzt noch nie. Beiseite. Boah, Alter. Es ist aber auch stressig hier mit den anderen Autos, ne? Also ganz ehrlich, wenn das in der, wenn der echten Welt so wäre, Rettungsgasse bilden, ne? Schon mal was davon gehört, die Herren. So. Ah, hier vorne ist alles abgesperrt, da kommen wir gar nicht erst durch. Ah! Nein! Oh, komm schon, Alter! Wir müssen vorsichtig fahren, da vorne war irgendwie gesperrt. Was? Was für nicht erlaubt, Blaulicht? Hä? Wieso habe ich dafür denn Strafpunkte bekommen? Wieso darf ich hier kein Blaulicht benutzen? Hä? Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Sie dürfen dieser Mission keine Sonderrechte nutzen. Ich habe doch die ganze Zeit das Blaulicht benutzt. Och Mann, jetzt muss ich nicht von... Oh. Warum darf ich denn jetzt kein Blaulicht benutzen? Ist ja totaler Schwachsinn. Ich muss ein Organ transportieren. Der Mann braucht Hilfe. Oder die Frau. Ach, ist doch nicht wahr. Man kann das Auto nicht mal bremsen, Mann. Ein Organtransport mit Vogel. Ach komm, ich fahre direkt wieder gegen den Baum, Alter. Wir dürfen kein Blaulicht benutzen, das ist aber jetzt auch erst neu. Also, wir fahren jetzt mal andersrum. Wir fahren jetzt hier rum. So, wir fahren nämlich hier über die Hauptstraße. Ist viel, viel einfacher. Ich bin jeden Moment da, Alter. Ich darf zwar kein Blaulicht benutzen, obwohl es ein Notfall ist, aber das ist okay. Tempolimit beachten. Ja, was ist denn jetzt los, Alter? Wenn der Mann stirbt, ist es nicht mein Problem. Wenn der Mann stirbt, ist es nicht mein Problem, ja? Kann ich hupen irgendwie? Oh Gott. Wird diese Ampel auch mal grün oder nicht? Der Mann stirbt gerade, hallo? Wenn der Motor eingeschaltet ist, der Tacho erleuchtet, ja. Komm, machen wir mal Motor aus hier, ne? Ja. Wird diese Ampel auch irgendwann mal, oh
Gott, okay. Wie gesagt, sollte der Mann sterben, ich habe alles gegeben. Ich habe alles gegeben, ne? Ist auf jeden Fall, also eine krasse Action momentan, wirklich. Das ist der Hammer, also. Darf auch nicht zu schnell fahren, ne? Auch wenn ich hier, wie gesagt, ein Organ habe. Wahrscheinlich steht ja gleich, dass ich zu langsam bin und der Mann gestorben ist. So, die Ampel ist grün. Sehr schön. Ganz langsam. Oh, vorsichtig. Wir haben schon mal Strafpunkte bekommen dafür, ne? Da! Der hat mir die Vorfahrt genommen! Der hat mir die Vorfahrt genommen, Alter! Ich bin im Kreisverkehr. Ja, Mann, verpiss dich doch auch! Du Schweinepriester, er hat mir die Vorfahrt genommen, Alter. So, wir blinken hier. Nicht zu schnell natürlich, ne? Auch wenn es um den Mann kritisch steht, sage ich mal. Wenn er stirbt, dann stirbt er. Das ist eine Rettungsdevise. Das sagen wir Rettungssanitäter sowieso immer. Ich glaube, ihr seid doch... Das sind auch sicherlich ein paar Rettungssanitäter in meinen Kommentaren. Ihr kennt das doch, oder? Wenn er tot ist, ist er tot. Das sagt man doch so, oder? So, Notaufnahme. Wir sind da. Wir haben schon mal eine Sache geschafft. Achtung, krasse Cutscene. Wer ist der zweite Mann in meinem Auto? Ich dachte, ich wäre alleine gewesen. Warum ist der andere so klein und warum versinkt der im Boden? Egal, die haben das Organ aufgenommen. Melden Sie sich in der Zentrale. Funkstatus 7. Komme ich da rum? Ach Gott, der Wendekreis von diesem Brotkasten hier ist aber auch echt, also... T, wir müssen aber mindestens 50... Ah, versuchen Sie es einmal mit dem Tempomat. Ist ja geil, Alter. Das Auto hat ein Tempomat. Ist ja der Wahnsinn. Die Ampel vielleicht doch mal auf grün umschalten eventuell. Boah, das ist mit Abstand das langweiligste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Kann diese verdammte Ampel vielleicht rot... Dankeschön. Wenn die Herren sich da vielleicht ein kleines bisschen beeilen würden. Ach Gott, jetzt. So, komm, wir überholen die jetzt einfach mal. Das dauert mir alles auch zu lange. Wir sind der Rettungswagen. Oh! Oh! Das war knapp, Leute. Das war knapp, du. Noch 500 Metern sind wir da. Tempolimit. Ja, was denn? Jetzt bin ich ja gerade 100 gefahren. Da kriege ich jetzt Strafpunkte für. Ich glaube, es hackt. Ist das richtig hier? Hier ist ja kein Kreis, ne? Ja, wo muss ich jetzt hin? Komm, das mit der Straße interessiert doch wirklich keinen. Oh Gott, nein, 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 nein. Bitte vorsichtig. Oh! Sie hätten fast meine Ausbildung zerstört. Okay. Aha, hier müssen wir rein. So, da fahren wir mal hier rein. Und wir haben es geschafft. Geil, Leute. Geil, wirklich. Geil. So. Unser kleinwüchsiger Freund kommt auch wieder mit raus. Sehr gut. Und der Typ mit dem weißen Gesicht. Der sieht auch so aus, als bräuchte er ein neues Organ. Sehr schön. So, ich glaube, wir haben es geschafft, Leute. Unser erster Einsatz ist super gelaufen, wirklich. Fahren Sie zurück zur Rettungswagen. Leute, tut mir leid. Ach Gott. Leute, ich würde auf jeden Fall so gerne in dieser Stadt wohnen. Das scheint die spannendste Stadt zu sein, die es im ganzen Computerspiel-Universum gibt. Da kann ich mir nichts besser... Ja, Mann, dann fahr doch, Alter. Dann bleib doch nicht stehen, du Holzkopf. Komm, rote Ampel ist jetzt auch egal, oder? Ach, fuck. Da gibt's natürlich direkt Strafpunkte für. Ist nicht egal. Ist nicht egal, Leute. Rote Ampel sind nicht egal. Auch nicht als Rettungssanitäter, ja? So, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Erste Mission war der Hammer, wirklich. Also, Fahrtfehler, minus 50, ist okay. Nehmen wir uns. Ein neuer Notfall. Achtung, ein neuer Notfall, da muss geholfen werden. Wir sind bereit. Bei dieser Mission dürfen Sie Sonderrechte nutzen. Oh, Leute, wir dürfen das so... Oh, aber nur, wenn das Wort Freigabe im Tacho läuft, ne? Achtung, wir kommen. Achtung, es wurde eine verletzte Person ermittelt. Fahren Sie unverzüglich zum Zielort. Ja, darf ich da drüber fahren, rote Ampel, oder? Ja, mit Sonderrechten darf ich das, mit Sonderrechten darf ich das. Wir fahren in der 30er-Zone 100. Wir müssen Menschenleben retten. Beiseite, habe ich gesagt. Sie fahren bitte auch beiseite. Hallo, beiseite. So, da ist der Notfall, da ist der Notfall. Ich sehe schon die verletzte Person, wie sie im Garten steht. Ach Gott, da habe ich wieder einen Unfall gebaut. Okay, was müssen wir jetzt machen? Gartenarbeit ist immer einfach, wenn man keinen grünen Daumen hat. Sie sind am Unfallort angekommen, jetzt müssen Sie die Patienten behandeln. Klicken Sie dazu auf den Button. Brauchen Sie Hilfe? Patienten ansprechen. Hallo? Der Mann erzählt, wie er sich mit einer Gartenschere verletzt hat. Er sollte per Bodycheck die Verletzung untersucht werden. Okay, Bodycheck erstmal machen, ganz wichtig. So, Bodycheck, ja, größere Wunde am linken Arm. Ja, kann man sich mit einer Gartenschere den linken Arm schneiden, Alter. Deine Wunde am Arm kann jetzt versorgt werden. So, das Ding braucht auch gar nicht um seinen Arm drum. Das reicht, wenn er daneben liegt. Was haben wir hier? Was habe ich jetzt gemacht? Hallo? Das Spiel ist abgestürzt, oder was? Hallo? Na gut, da links dürfen wir nicht draufklicken, sonst stört das Spiel ab. Intravenösen Zugang legen. Arm verbinden, sorry. Wollte ich nicht. Ich wollte Ihnen keinen intravenösen Zugang legen, der Herr. Ja, klar, den ganzen Arm erstmal direkt eingegipst. So, dem Mann geht's gut. Atemwege sicher, psychische Betreuung. Ja, ja, machen wir. Komm, hier. So, und jetzt ab in den Auto mit ihm. Weg mit dir, komm. Rein in die Karre. Wir müssen weiter. So, dem Mann geht's gut. Den haben wir das Leben gerettet. Wenn der trocknet sich mit der Gartenschere nicht... Warum ist mein Kollege so unglaublich klein, Alter? So, Achtung. Funken. Wir sind da. M, Motor aus. Haben wir geschafft. Dem Mann geht's super. Nächster Fall. Ein neuer Notfall. Machen wir. Dem Mann retten wir wieder mal das Leben. So. Findet der Nachtschalter. Da sollten Sie das Licht einschalten. Machen wir. So. Wir haben Freigabe. Sehr gut. Wir dürfen mit Tatütata und Blaulicht fahren. Wir können es jetzt richtig rüpelhaft. Einsatzwagen 1783-1. Es wurde eine Person aufgefunden.
Ach Gott. Orientierungslos im Park. Ja, Heidewitzka. So, wir sind wir schon da. Erstmal Kamerade Lilliputana angucken und dann aussteigen. Komm schon, so. Was ist denn mit ihm passiert? Park wurde eine orientierungslose Person aufgefunden. Finden Sie heraus, was in dieser Nacht geschah. Will ich das wissen? Ich weiß es gar nicht, Alter. Komm, fragen wir mal ganz kurz. Alles in Ordnung. Atmung prüfen, Patienten ansprechen. Überprüfen wir doch erstmal seine Vitalwerte. Hier machen wir mal, komm. Armschienen machen wir nicht. Direkt intravenösen Zugang in sein Gesicht, Alter. Komm. Legen wir wieder schön daneben, ne? Gucken, ob das funktioniert. So, schau mal hier, ne? Die zwei, die daneben dran stehen, die interessiert das auch blendend, sag ich mal. Alles in Ordnung. So, Blutzuckerspiegel. Machen wir. Hier, komm. Medikamente, in dem Fall Glucose. So, jetzt machen wir hier, komm. Glucose verabreichen. Her damit, hier. So, mein Freund. Schön das Hero in den Arm reinballern. Auf geht's. Die ganze Spritze drücke ich dir in den Arm. So, mein Freund. Geht's dir schon besser? Mein Kamerad macht die ganze Zeit gar nichts. Wieso muss ich denn hier alles machen, Alter? Psychische Betreuung. Atemanweisung und Lippenbremse. Ne, die Lippenbremse machen wir nicht. Machen wir eine psychische Betreuung. Mann ist soweit stabil, das ist ins Krankenhaus. Ab dafür. Weg mit dem. Komm, nächster Mann. So, ich würde ihn ja gerne mal operieren oder so. Kann man auch operieren? Geht das? So, Licht an und los. Blaulicht und Sirene. Auf geht's. So, Blinker links. Achtung, hier kommt die... Boah, Alter. Letzter Checkpoint, würde ich sagen, ne? Machen wir das normal. So, hier vorne die Kurve ist kritzig. Da ist auch schon immer Dena rausgeflogen bei seinen Rennen hier vorne. Muss man aufpassen. Ja, ist echt nicht einfach mit dieser Kurve, ne? Was soll ich sagen? Komm, ich brauche gar keine Karte. Ich kenne mich hier aus in dieser Stadt wie meine Westentasche. Ich sage Ihnen das. Ah, leichter Unfall. Ach Gott, Kreisverkehr. Ja, was denn? Wofür was denn, Alter? Ich bin doch nirgendwo gegengefahren. 100 Meter noch, dann haben wir es geschafft. 100 Meter noch, dann haben wir es geschafft. Weg da vorne, hallo. Ja, mach das nächste Mal mehr Platz, dass ich auch da durchkomme, du Affenkopf. Ab dafür, weg mit dem Typen. So, Lilliputane einsteigen, wir fahren zurück zur Wache. Komm, auf geht's. Vorsichtig hier, ne? Achtung mit dem Baum. Also ganz ehrlich, Mann, diese Stadt ist aber wirklich scheiße gebaut. Muss man dem Bürgermeister einfach mal sagen. Ich hoffe, dass der Nächste ist. Und dem helfen wir dann nicht, Alter. Dem helfen wir nicht. Der kann dann sabbert am Boden liegen bleiben. Wie gesagt, innerorts überholen für Krankenwagen absolut okay. Tempolimit beachten. Ja, was denn, Alter? Ist doch super, wie ich hier voll... Ah! Ja, was denn? Was habe ich denn jetzt wieder falsch? Wofür kriege ich denn jetzt wieder Shit, Alter? Ich habe nichts gemacht. Hier war nicht mal eine Ampel. So super, wie ich hier voll... Oh Gott, wie ich das Spiel hasse. Komm, drück mir noch mal ein bisschen was rein fürs Tempolimit, Alter. Komm, gib mir die Minuspunkte. Gib mir die Minuspunkte, genau. Wir sind 52 gefahren. Tut mir leid, wirklich. Boah, ist dieses Spiel scheiße. Also wirklich, das Spiel ist der größte Kack, den ich jemals in meinem Leben gespielt habe. So, schön Funken hier wieder, ne? Haben wir gemeistert, Alter. 210 Punkte, Fahrtfehler. Ja, schade. Leute, die vierte Mission, die hebe ich mir für ein ganz besonderes Video auf. Ich würde sagen, das war's für dieses wunderschöne Video. Wenn ihr noch ein paar davon sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Und das nächste Mal wird richtig getuned, Alter. Dann kaufen wir uns neue Wachen und breiten unser Imperium aus und werden der krasseste Notarzt überhaupt, Alter. Schön nur Privatpatienten machen wir dann. Leute, das war's von diesem Part. Lasst einen Daumen nach oben da. Und ich gehe jetzt nach hinten Feuerwehr spielen. Macht's gut, auf Wiedersehen. Ciao, ciao.